Servus, Franco hier und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Heute mal eine Schlacht zwischen den beiden Nachbarnationen Bretonia und dem Imperium der Menschheit. Wir zocken mit einem ziemlich Cavalry-lastigen Bild gegen das Imperium. Und haben eine Frontlinie dabei, bestehend aus Landsknechten mit Schilden und Schlachtpilgern. Die wollen wir so ein bisschen versetzt aufstellen. Also, beides, ich meine, die Landsknechte mit Schilden, die dürften eigentlich relativ gut gegen die meisten Imperiumsinfanterieeinheiten halten. Wohingegen die Schlachtenpilger hier eigentlich ziemlich gut gegen die meisten Imperiumsinfanterieeinheiten gewinnen dürften. Haben wir noch eine Gralsreliquie dabei, die uns die Moral hochbuffen soll. Und eine Einheit Bauern. Die stellen wir einfach mal hier in die vorderste Reihe und schicken sie in die Einheit rein, die den höchsten Charge-Bonus hat, wie etwa zum Beispiel. Also entweder in Flagellanten oder in Großschwerter. Oh, unser Gegner ist schon fertig. Interessant. Dann haben wir noch dabei König Leon Coeur. Wir haben zwei Bogenschützen dabei. Wir haben keine Speere. Wir verlassen uns zur Verteidigung unserer Bogenschützen ausschließlich auf unsere Kavallerie, die aus zwei Einheiten Rittern des Königs sowie zwei Einheiten Gralsrittern besteht. Und wir haben eine Maid mit der Lehre des Lebens dabei auf einem Pferd. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wo ich die hinstelle. Ich stelle sie mal hier hin. Die Bogenschützen noch mal auf Wächtermodus. Die sollen die Kanonen vernichten oder die Musketenschützen des Imperiums. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Die Maid des Lebens hat Nachwachsen und Erdenblut dabei, also Standardprozedur. Okay, wir haben lustigerweise Schützenreiter mit Granatwerfern, cool. Da schicke ich einfach mal die Bauern drauf. Ihr restlichen Jungs könnt mal laufen. Beziehungsweise vielleicht sogar nochmal zurückgehen. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall eine Salve von denen hier fressen. Er hat Hellebarden und Bihan-Kämpfer, okay. Okay, eine ziemlich starke Frontlinie und er hat mit Sicherheit noch versteckte Fernkämpfer dabei. Aber das macht nichts. Die Demigreifen hier, die können wir mit den Rittern des Königs mal aufhalten, während wir mit den westlichen Kavallerieeinheiten rumgehen. Hier sehe ich jetzt gerade nicht so ganz genau, was passiert. Die hier rennen hier in den Rücken der lieben Jungs. Jetzt geht der Angriff weiter. Unsere Bauern verfolgen natürlich weiterhin noch seine Truppen. Hier aktivieren wir mal ein bisschen Heilung. Die Demigreifen hier dürfen wir eigentlich ziemlich gut platt kriegen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Unsere Bogenschützen. Ja, die können mal auf die Reiter hier vorhin mit ihren Granatwerfern. Den Kampf hier, den dürfen wir eigentlich auch gewinnen, obwohl wir jetzt da den Arsch nicht so ganz hundertprozentig hingekriegt haben, aber da ist immerhin Leon Coeur dabei. Der dürfte das eigentlich hinkriegen. Jetzt kommt allerdings der. Ich heile mal noch die Wahlsritter hoch. Und die fressen hier auch noch das Feuer von den Schützenreitern hier drüben. Ah, das macht jetzt nichts, ist schon okay. Hier brechen seine Truppen jetzt allerdings durch. Da können wir jetzt unsere anderen Einheiten nehmen, die hier sich wieder gesammelt haben, um die wieder zurück zu schicken auf ihren Platz. Beziehungsweise sie hier daran zu hindern, unsere Bogenschützen hier zu zerstören. Schaut es denn jetzt eigentlich hier aus? Eigentlich könnten wir auch mal mit einer Einheit des Königs hier rüber und die Jungs daran hindern, uns hier zu vernichten. Aber was mir ein bisschen schlecht gefällt, ist der Nahkampf, weil den werden wir wahrscheinlich verlieren. Wir ziehen uns mal schon mal ein Stückchen zurück. Die Maid des Lebens eilt jetzt mal hier unsere Infanterie hoch. So. Das gefällt mir irgendwie nicht so besonders gut hier. Was ist denn da los? Selbst Leon Coeur ist mittlerweile auf der Flucht, aber unsere Gralsritter machen trotzdem noch ganz schön Ärger. Schicken wir mal unsere anderen Reiter hier zurück mit Leon Coeur, gehen wir mal hier in den Nahkampf, weil der muss sich ein bisschen erholen.
Hier feuern wir jetzt mal noch weiter rein in den... auf die, an den Granatwerfer hier drüben. Wir wollen uns ein bisschen erholen mit unserem General, deswegen gehen wir mal hier hinter. Haben wir auch den Schutz unserer Kavallerie noch. Wunderbar. Den Nahkampf gewinnen wir jetzt halt auch, das ist auch schön. Die Schützenseite, die haben uns natürlich ganz schön Ärger gemacht. Nee, ich will hier nicht in den Kampf reingehen zu dem Typ darüber. Den nehmen wir lieber mal unter Feuer. Und Leoncur kämpft hier weiter gegen die Großschwerter. Die Lebensmagerin hat hoffentlich ihre Kosten wieder reingebracht bisher. Die kommen wir mal wieder zurück. Und schicken jetzt hier mal unsere Landsknechte nochmal gegen die Hellebarden. Ich denke, das müsste ein ganz gutes Matchup sein. Wir haben halt den Infanteriekampf ziemlich überzeugend gewonnen, aber den Kavalleriekampf haben wir ganz schön verloren hier in dem Wald. Seine Demigreifen stehen noch relativ gut da, das ist nicht so toll. Hier mit dem Block gehen wir mal noch hier rüber. Kämpfen gegen die Hellebarden hier nochmal. Unsere Kavallerie, die muss jetzt mal so ein bisschen aufpassen. Was machen wir denn mit der jetzt? Ich glaube, ich würde mal gerne fast sagen, wir nehmen ein paar Einheiten aus der Infanterie hier raus. Bitten sie hier gegen diese Kavallerie, bringen unsere eigene Kavallerie noch mal ein bisschen in Sicherheit. Feuern mit unseren Bogenschützen auf die Demigreifen, weil die sind schon ganz schön verletzt. Gehen wir mit, Unsere Infanterie muss auf jeden Fall jetzt den Schaden fressen, den wir hier noch nehmen werden. Und wir müssen unsere Kavallerie so ein bisschen schonen. Hier hat sich unsere Lebensmagierin wieder gesammelt, das ist sehr gut. Gralsritter hier, die können auch mal ein bisschen aufpassen. Und warum zieht er sich jetzt hier nach hier hinten zurück? Das sehe ich nicht. Aber ich meine, mir soll es recht sein. Und ich habe den Fernkampfvorteil definitiv. Mein Lord kann sich noch ein bisschen heilen. Bauen hier, den machen wir hier mal sicher in unsere Flanke. Er hatte echt eine Menge Demigreifen. Finde ich krass. Und ich meine, im Grunde genommen könnten wir auch mal unsere Gralsritter nochmal hochheilen. Ich glaube, das würde sich fast lohnen. Nein, habe ich jetzt aus Versehen Erdenblut gecastet statt Nachwachsen. Ja, verdammt. Egal. Ich meine, unser König kann ja noch ein bisschen hier Spaß mit den Hellebarden haben. Wenn wir hier unsere Bogenschützen zum Feuern vorbereiten, oder während unsere Bogenschützen hier weiter feuern. Die Bauern kommen jetzt mal hier um die Flanke rum. Und im Grunde genommen könnten wir auch mal unsere Infanterie hier nochmal zu einer Gruppe machen. Und jetzt hier reinchargen lassen, so. Schön ist, dass unsere Bogenschützen uns dort einen riesen Vorteil bieten. Aber es ist noch nichts gesagt. Aber wenn er jetzt mit seinem General hier bei unseren Bogenschützen landet, das wäre natürlich super cool. Macht er. Sehr schön. Jetzt können wir ihn vielleicht tatsächlich holen. Super. Und nicht abgeben, bitte. Sehr schön. Mal kurz raus. Oh nein, er hat Leoncur abgenutzt. Scheiße, jetzt muss er halt leider. Jetzt muss er unbedingt sterben. Ich hoffe mal, dass meine Reiterei das hinkriegt. Gehen wir bitte weiter feuern. Ihr Bogenschützen müsst wirklich jeden Schaden machen, den ihr reinkriegt. Das ist jetzt wichtig. Unsere Gralsreliquie, die haben wir ein bisschen vergessen. Das war ein bisschen dumm. Unsere Damsel. Oh, verfolgt ihn doch. Schade. Gralsreliquie können wir mal gegen die Großschwerter schicken hier oben.
Wir müssen unbedingt sein Generalblatt kriegen. Wollen uns jetzt aber auch nicht so weit rausziehen lassen. Das ist ein bisschen dumm, dass Leon Kerr jetzt draufgegangen ist. Aber kann man jetzt nichts machen. Jetzt würde ich, hätte ich gerne Giftpfeile, das wäre jetzt optimal. Ich will hier unbedingt unsere Bogenschützen niedermachen. Das sehe ich irgendwie nicht ganz. Müssen wir nochmal nachwachsen auf unsere Stahlsplitter beim Casten. Und wenn er es hier nicht schafft, meine Bogenschützen klein zu kriegen, dann wird er wahrscheinlich Probleme haben. Die sind jetzt in so eine, in der Phase der Schlacht ziemliches Problem für ihn. Wir machen hier mal die Lanzenformation an, vielleicht können wir dann Leon Kerr, den General besser verfolgen, wenn er wieder versucht zu fliehen. Und da haben uns unsere Bogenschützen tatsächlich den Tag gerettet. Wunderbarst. Alles klar. Dann wir gucken uns nochmal kurz den Endbildschirm an und wie unsere Armee so performt hat. Und ich muss sagen, unsere Kavallerie war so ein bisschen, naja, ein bisschen nicht so besonders, ein bisschen glanzlos. Gerade die Ritter des Königs, aber die waren auch nur dafür da, die gegnerischen Demigreifen festzupinnen, sodass unsere Ralsritter dann von hinten kommen können. Ich denke, da haben wir sie schon ganz gut niedermachen können, aber trotzdem auch interessante Armee von meinem Gegner. Also danke an meinen Gegner und danke auch an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.